Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein paar Anhänger der Mystery-Bande haben sich hier heute Abend versammelt, weil wir ein großes Problem haben. Und wir wollten uns einfach mal austauschen über die Probleme, die uns die Mystery-Bande so bereitet hat im Laufe der ganzen Zeit und Wochen und Monate und, ach, naja. Ach, Probleme, wir sollen doch lösungsorientiert denken, ja. Also wir sind jetzt hier zusammen, um einfach mal auszupacken. Ne? Alles mal auf den Tisch zu hauen hier, was hier überhaupt so los ist und Ja, ja, warte. die Connection, die Gruppe hat Warte, auch schon sein. einen Namen, Eddie. Ja, dann Willst du nenne den ihn. verraten? Ja, die Klistierbanditen. Ja, Klistier bedeutet, das habe ich heute auch erst gelernt, Einlauf, Einlauf. Und es gibt tatsächlich, mir fehlen die Worte, um das zu erklären. Willst du das erklären, Chris? Ach, ja, also soll ich dir jetzt ernsthaft einen Einlauf erklären? Nein, Hau es raus! brechen Leute ein und die machen dir einen Einlauf. Und Geschichten zufolge machen das gerne die Men in Black, ist das richtig? Ich bin total verstört. Da fangen wir bei den Problemen doch an. Okay, so. Ja, ich bin total verstört. Das sind so Sachen, die hätte ich ohne die Mystery-Bande gar nicht gewusst. Siehst Meine, du? wusstet ihr das? Durchaus. Männer, die sich in Schwarz kleiden, um den Einlauf zu verpassen. Ja, du hast durchaus recht, denn es ist ein Akzeptanzproblem in meinem Kopf, dass ich dann am Ende durch diese Gruppierung hier mit Themen konfrontiert werde, mit denen ich normalerweise keinen Kontakt hätte. Das heißt, mein ach so sauberes und jungfräuliches, ich merke schon, es glaubt mir auch wieder keiner, scheiße, okay. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich verstehe Natürlich, dich, ich verstehe immer. dich, ja. Ja, also ist ein hartes Problem. Es ist ein hartes Problem, ne, weil gerade diese Klistierbanditen, die sind halt schon wirklich für meinen Kopf sehr, sehr schmerzhaft. Und gerade dann mit Leuten zusammenzukommen, die diese Klistierbanditen dann durchaus auch anhimmeln, ist es hart. Aber ich glaube, Laura möchte uns dazu etwas sagen. Sie kann gerade nicht, glaube Nee, ich. Sie ringt um Luft und Existenz ich und so glaube, die hat weiter. noch so, die hat noch irgendwas bei sich hängen da. Das ist Aber verstopft. Eddie, wir sind ja, ich bin ja so dazwischen gegrätscht, als du so ein bisschen genauer erläutern wolltest, warum wir jetzt alle hier zusammen sitzen. Ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Also wir haben alle unsere Erfahrungen, ne, mit diesen Banditen, mehr oder weniger. Ich möchte noch mal betonen, ich nicht. Ich auch nicht. Ja, Genau, das bei Laura macht. ist mittlerweile auch die Verstopfung durch und Ja, aber sie macht das nicht beruflich, sondern es ist ein Hobby. Ich mach das beruflich. Hallo? Ja, man bezahlt sie für sowas. Ja, okay, ja, gut. Und Na, falls meine Frau fragen wird, ich habe mich gewehrt, sagt ihr, dass sie mich gewehrt er haben? hat sich. Ja, wir sollen sagen, er hat sich gewehrt. Ja, Ja, genau. genau. Ne, die Hose habe ich nicht selber ausgezogen. Und er hat Laura auch nicht dafür bezahlt mit. Das ist ein Gerücht. Also mit Geld auf jeden Fall nicht. Ja, weil ich keins habe. Könnt ihr denn sonst noch mit irgendwelchen Negativerfahrungen aufwarten? Also lasst uns doch mal über diesen armen Quipu sprechen, der da immer nur bei Haferflocken und so weiter da in ein paar Kellerasseln irgendwo sein Dasein fristet. Was meint ihr, wie könnte es ihm gehen? Also eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich meine, ich möchte jetzt nicht über die Probleme von Quipo reden. Das wäre mir jetzt auch viel zu viel. Also ich habe eigentlich selbst Probleme, muss ich ehrlich sagen. Denn gerade da ich mich ja sehr mit den Paranormalen beschäftige, auch mit den Erforschungen und er ja so der, ja ich sag mal, Hautrau-Typ gerade bei diesem Thema ist. Seitdem ich mich jetzt in diesem Kreis bewege, muss ich auch ehrlich sagen, muss ich natürlich auch meine Wortwahl ein bisschen drauf achten. Denn es könnte ja immer sein, dass der Creepo kommt und sagt, hier du, nee, ist nicht, habe ich was gegen. Und ja, da muss ich mich natürlich auch schon irgendwo in meinem Content so ein bisschen bedeckt halten, was das angeht. Ja, und der Fake-Stempel ist auch sehr schnell gezückt. Das, genau, und das möchte Ja. ich natürlich vermeiden, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwo einen Geist filme, weißt du, der Geist freut sich endlich mal vor der Kamera zu stehen. Ich freue mich, dass er auf der Kamera ist und dann kommt er und sagt, hier, nö, fake.
Ja, du bist kein Geist. Das heißt, ich bin beleidigt, der Geist ist beleidigt, wir alle müssen in der Ecke sitzen und weinen und das ist nicht gut. Ja. Chris auch. Ganz wichtig. Der Ermittler war gar nicht da. Fake. Ja, ich bin sowieso ein Fake, hallo? Also, ich habe mich noch nie als echt betrachtet. Ja. Aber ich glaube, Kripus hat es tatsächlich schwer, da möchte ich jetzt mal eine Lanze für ihn brechen. Wenn man in der Mystery-Szene aktiv ist, auch mit dem, mit der Ambition zu sagen, dieses ganze Mystery-Krams, ich erzähle euch mal, was daran alles Blödsinn ist. Irgendwo ist das ja auch nochmal, ja, mutig möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon eine sehr herausfordernde Sache, oder? Ja, absolut. Es ist harter Tobak. Ja, harter Tobak. Ja. Also sagen wir mal so, Kripo ist quasi die Kontrollinstanz in dieser ganzen Sache, was vielen Menschen wahrscheinlich auch gegen den Strich geht. Deshalb lebt er auch im Keller von Mythi. Es ist eigentlich keine Bestrafung, es ist eigentlich so sein Safe Room. Ja, es ist genau, eigentlich so eine Art Selbstschutz, nicht? Also hinter 3 Meter Stahlwänden. Ja, und, ja. Und nur der Mythi kennt halt die Kombination und dadurch, dass keiner weiß, wie der Mythi aussieht, kann man ihn noch nicht erwischen, was das heißt. Hat denn einer von euch schon mal so einen Bigfoot da gesehen? Da irgendwie dann. Also mir ist beim Wandern noch keiner beim Weg gelaufen. Aber beim Tierarzt kann da neulich einer. Also bisher, also Bigfoot in der klassischen Beschreibung, so wie er ist, habe ich jetzt in der Natur auf jeden Fall noch nicht gesehen. Im urbanen Feld maximal mit Namen Rolli. Aber ansonsten eigentlich jetzt eher weniger. Also ja, so eine Art Skunk-Ape, die trifft man ja auch hauptsächlich in der Eifel, im Wald. Ich persönlich war Gott sei Dank noch nie in der Eifel und kann auch nicht behaupten, dass mir sowas passiert ist. Ich wäre wahrscheinlich auch mittelschwer schockiert, wenn mir da auf einmal jemand so ein Skunk-Ape da vors Gesicht schiebt. Ja, man muss immer auf die Futterstellen achten, ne? Wenn du da so ein irgendwas aufgewühlte Erde und beschädigte Bäume, solche Sachen dann. Ja, wenn da so leere, verbeulte Coke-Zero-Dosen rumliegen, genau. Dann weiß man schon, aha, jetzt sollte man aufpassen. Ja. Es könnte ein Bigfoot vorbeikommen. Mhm. Ja, da muss ich aber ehrlich sagen, also da habe ich richtig Glück gehabt, weil ich auch mal in der Eifel übernachtet habe. Da habe ich gedacht, Mensch, ist gerade so schön, minus 5 Grad, neue Schnee und da habe ich mit meinem Schlafsack mal rausgelegt ohne Zelt. Und also da habe ich wirklich Glück gehabt, weil ich lag ja an sich offen wie eine kleine nackte Raupe da. Es hätte alles passieren können. Und hast darauf gewartet, dass du irgendwann ein schöner Schmetterling wirst. Habe ich in der Tat nicht, aber ich wollte eigentlich nur den nächsten Tag erleben und hoffen, dass mein Schlafsack das verspricht, was er halten sollte, aber hat's gehalten, ja. Wie ist denn das so mit Bigfoot-Geräuschen? Wie würdest du die so, also welches Geräusch, was du im Wald hörst, würdest du für ein Bigfoot-Geräusch halten? Würdest du das mal uns vormachen? Also ich habe da so ungefähre Vorstellung. Ja, dann mach mal. Also das Bigfoot-Geräusch, das dir dann so vielleicht so abends oder nachts im Wald begegnet, wenn du gar nicht damit rechnest, wäre ungefähr so. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Aha. Okay, das würde ich jetzt aber nicht unbedingt sehr gruselig finden. Nein, also nachts im Wald? Ich weiß nicht. Doch, Mann, stell dir mal vor, du bist alleine im Zelt, weißt du? Und es ist 3 Uhr nachts, du schläfst und wirst aus dem Tiefschlaf rausgeholt, weil da so ein Irrer mit einer Taschenlampe auf sein Gesicht scheint und dann sagt, willkommen zu einem neuen Beitrag, weißt du? Naja, ähnlich komisch ist es, wenn man gerade unter der Dusche steht, ne? Auf jeden Fall, ja, ich hatte heute tatsächlich eine Begegnung, übernatürlicher Art. Auf jeden Fall hörte ich dann auf einmal beim Duschen hinter mir eine Stimme, die dann tatsächlich spruch, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Zum Thema herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag habe ich natürlich auch noch etwas, wo ich wirklich arge psychologische Probleme habe. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ergangen ist, aber in einem Video vom Mythi kam wirklich mal die Anrede so beziehungsweise das war eins der Schlussworte, glaube ich, zu diesem Beitrag. Und zwar, ihr Klisterschlinge. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich wirklich hart getroffen. Ja, daran erinnere ich mich auch. Genau, das stimmt. Diese Klisterschlinge. Ja. Absolut, absolut. Also der haut hier mal irgend so eine Scheiße raus, die was weiß ich, Schlingel und so.
Und dann gibt es so diese ein, zwei Sachen, die hängen bleiben. Und bei mir war das auch dieser Klistierschlinge. Ja, deswegen ja. Also ich fand auch immer die Schlingelsachen fand ich immer ganz witzig, ne? So Mumienschlinge und sonst was. Aber dieser Klistierschlinge, das ist etwas, was mich dermaßen hart getroffen hat. Und ich bin fast mal am Sofa gerutscht. Aus der Angst, dass da jetzt irgendwas auf mich zukommt, was ich nicht möchte. Ja, in der Eifel um 3 Uhr nachts. Ja, das bekommt so einen neuen Beitrag. Um ehrlich zu sein, zum Glück habe ich diese Eifel-Expedition gemacht, bevor ich das gehört habe. Das Video kam nämlich erst später. Und demzufolge. Aber ich werde definitiv nicht mehr in der Eifel übernachten. Ja. Also, ohne Bunker. Ja, aber wer weiß, guck mal. Die macht ja seine YouTube-Videos, weil er sich ja auch mitteilen möchte. So, ne? Und wenn da mal das Internet ausfällt, glaubst du, der kann einfach darauf verzichten? So ein kalter Entzug kann tödlich sein. Ja. Er wird ja auch rumrennen und sagen, ich muss dir was erzählen. Ich erzähle dir jetzt mal einen Beitrag. Um ehrlich zu sein, glaube ich das gar nicht, dass ich ihn das so tangieren würde. Denn schließlich ist er Vodafone-Kunde und dementsprechend... gewesen, glaube ich. Er ist es gewesen, ja. Aber das heißt, er ist es einfach gewohnt. Ja, gut. Okay. Aber das ist übrigens ja auch der Grund, weil inzwischen wird ja auch schon gefahndet wegen diverser Zwischenfälle im Wald. Deswegen macht der Real Mystery ja auch neuerdings vermehrt so einzelne Wandervideos, um den Skunk App Hashtag Bigfoot Hashtag Mückenmetzger nach Österreich zu locken. Eine Eigenschaft hast du noch vergessen, und zwar den Feenklatscher. Hm? Den Feenklatscher? Oh ja. Gott, das war grausam. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also neuerdings erschlägt er ja auch Feen so und die kommen ja sowieso relativ selten vor. Aha. Und dann auch noch mit einer Klatsche dahinterher zu laufen. Dadurch, dass ja der Real Mystery den Mythi gerne nach Österreich bringen möchte, kann es sein, dass es in Österreich Abschusserlaubnis für Bigfoots gibt? Das weiß ich nicht. Also ich denke mal nicht, also, aber... In Bayern zumindest, da werden ja große, braune, pelzige Wesen abgeschossen. Das ist ja normal. Söder läuft immer noch. Ich wollte gerade auch irgendwas mit Söder sagen. es war einfach eine gute Vorlage. Ja, ne? Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dann, wenn es... Das müsste ja eine von Aussterben bedrohte Tierart sein. Du kannst da ja nicht einfach losgehen und so ein Ding abknallen. Jetzt, das meine ich mit vollem Ernst. Da kriegst du bestimmt auf den Sack. Das ist dann aber ein Problem mit Bigfoot. Ja, nee, aber in Österreich sind dann die Regeln anders. In Österreich ist es ja so, dass die österreichischen Frauen nicht so aussehen wie bei uns in Deutschland. Nee? Sondern nein, die Frauen in Österreich sind ungefähr 2,30 Meter groß, haben ein Mörderkreuz, tragen ständig Holzfällerhemd und einen Vollbart. Diese Kommentare kamen übrigens, das ist eine komplette Meinung von Captain Unbrauchbar. Alle anderen Beiträge bzw. Teilnehmer haben diese Meinung nicht. Ja gut, ich werde dieses Video dann für österreichische Zuschauer sperren, glaube ich. Nein, aber auf jeden Fall, Bigfoot-ähnliche Lebewesen sind in Österreich nicht so selten wie in Deutschland und im Rest der Welt. Und von daher ist da eine Abschusswahrscheinlichkeit wahrscheinlich relativ hoch. Ne? Also, ich weiß nicht, er hatte mal in einem Video erwähnt, sich ein Bienenkostüm anzuziehen. Also vielleicht sollte er in Österreich nicht als Bigfoot auftauchen, sondern als riesige Biene. Wer hat das erwähnt? Ich glaube, das war in irgendeinem Video von ihm. Aber Mückenmetzger oder Tom? Nee, der Mythi war das. Der Mythi war das mit der Biene und dem Kostüm. Ja, okay, ja. Ja, das sagt über sein Geisteszustand. Aber ich sage dem Real Mystery ja auch immer schon stets und ständig, er soll nicht immer Röcke anziehen, wenn er durch die Berge wandert. Das ist echt gefährlich. Und vor allem, wenn man dann noch in die Nähe des Untersbergs kommt oder... Ne? Also du weißt ja gar nicht, ob er auch vielleicht was erzwingen möchte dadurch, weißt du? Also ich muss sagen, wo wir jetzt einmal bei dem kleinen Österreicher angekommen sind, da muss ich sagen, ich bin auch relativ enttäuscht von seinen Livestreams in den Bergen, die Wander-Livestreams, weil ich jedes Mal die Hoffnung habe, dass endlich mal so ein Live-Missing-411-Fall auftaucht. Und am Ende, abends, wenn wir im TS sitzen, dann taucht er mit einmal wieder auf. Und ich denke mir, scheiße, das hat schon wieder nicht geklappt. Alter. Es ist natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich mag Tom. Es geht hier rein um die Forschung. Ja, also, wissenschaftliche Zwecke. Also, ne, das ist jetzt nichts Persönliches. Also soll er die Kamera laufen lassen, während er entfloss. Ja, also Tom, falls du das hier hörst, solltest du Anzeichen haben, dass du verschwindest, bitte sofort einen Livestream starten. Ja, genau.
Und nicht vergessen, die roten Socken anzuziehen. Notfalls, wenn du im Tütü unterwegs bist, die ist bitte auch rot-gelb gestreift. Einfach nur, um sicher zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Tütü unterwegs ist, ist sehr hoch. Ja, gibt es da nicht diese Ledertütüs? Rosa, oder? Was? Diese österreichischen Ledertütüs. Österreichische Ledertütüs? Tom, mach mal ein Foto. Schick mal. Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum der Peso so dicht an der österreichischen Grenze wohnt. Er möchte den Leuten unter die Lederröcke gucken. Ich würde es ihm zutrauen. Also ne, er würde wahrscheinlich, wenn er jetzt da durch den Wald bottet und da kommt so der Tom, trägt ein österreichisches Leder, da würde er wahrscheinlich hinterherlaufen. Ja, komische Sitten und Gebräuche. Ja, andere Länder, andere Sitten. Ja, so ist das. Ja gut, Österreich hat da eine komplett fremde Kultur, da können wir uns als Deutsche gar nicht reinfühlen. Absolut, absolut. Und wir müssen uns da auch anpassen und diese Kultur akzeptieren. Es ist ja schon immer schwierig, wenn der Real Mystery in seiner Landessprache sozusagen seine Beiträge präsentiert. Ich mache dann immer die Übersetzung an, weil dann sehe ich erst, was er wirklich sagt. Und das sind manchmal auch die verstörendsten Texte. Ja, also ich denke mal, das sind irgendwelche satanischen Sprüche, die rückwärts aufgesprochen sind. Dabei ist das wirklich einfach nur... Also ohne Scheiß, jeder, der ein Real Mystery Video mit österreichischem Akzent, Sprache, nennen wir es Sprache, hört, dann sollte er bitte mal die Untertitel anmachen und einfach selbst beurteilen. Ja, Laura, was sagst du denn dazu? Wenn du Mythis-Videos hörst, schläfst du dann auch dabei ein? Ich meine, das ist ja auch so ein Narrativ. Wie ergeht es dir bei den Videos? Ich muss sagen, ich gucke die mit meiner Mutter beim Kaffee trinken und es ist sehr spannend. Aha. Also ich habe damit, gut, ich muss ehrlich sagen, ich gebe dem Mythi ja auch etwas dafür, denn wenn ich jetzt abends, das ist vielleicht auch so ein kleiner Taktikfehler, wenn ich sage, kurz vorm Schlafen gehen, oh, jetzt noch ein Mythi-Video, wäre perfekt, dann aber seine beruhigende, meditative, einfühlsame Stimme und na gut, dann schlafe ich natürlich irgendwann in der ersten Hälfte des Videos ein und muss es mir am nächsten Tag wieder angucken und demzufolge bekommt er von mir mindestens 2 Likes, 2 Klicks, Views. Ja. Manchmal auch 3, wenn ich beim zweiten Versuch auch einschlafe. Ja, das ging mir auch schon mal. Ich glaube, das Höchste, was ich mal bei einem Video gebraucht habe, waren 4 Versuche, bis ich es endlich durchgeschafft habe. Also es lag jetzt auch nicht daran, dass das Video langweilig war. Nein, es ist ne, Arbeit und du kommst abends nach Hause, guckst das Video an und... Das ist wie vom Fernseher einschlafen. Ja. Genau, es ist ja nicht negativ gemeint. Ja. Es ist einfach nur eigentlich ein positiver Aspekt für seine Stimme. Er könnte durchaus Videos aufnehmen für Menschen mit Schlafstörungen. Ja. So Geschichtenerzähler. Gute Nachtgeschichten für Kinder. Ja, du, es gab ja auch schon sehr oft den Vorschlag in den Kommentaren. Er könnte auch einfach nur das Telefonbuch vorlesen. Aber ich glaube, das verstößt heutzutage gegen Datenschutz und so. Ich glaube, dafür würde er dann auch verhaftet werden. Gibt es überhaupt noch Telefonbücher? Ich weiß es gar nicht. Nee. Doch, die liegen immer original verpackt irgendwo und keiner nimmt sie sich mit. Ja, braucht ja auch keiner mehr. Habe ich noch nicht durchgelesen. Die Hälfte habe ich schon. Ich bin auf das Ende gespannt. Ja gut, man muss ja ehrlich sagen, bei Laura, die hat halt so einen geheimen Fetisch. Die reißt gerne diese Telefonbücher in der Mitte einmal quer durch. Das macht sie halt, damit sie ein bisschen bei Kräften bleibt. Ja, es sind so komische Sachen, die hier so besprochen werden und auftauchen. Ne? Also am aller merkwürdigsten fand ich ja die Vorstellung, diese Vision von Real Mystery im roten Stringtanga an einer Stange tanzend. Das fand ich doch sehr befremdlich, aber gut. Ja, ich weiß auch gar nicht, was du da meinst. Ich habe auch dazu kein Video auf meinem Kanal. Nein? Nein. Wie ist denn das eigentlich entstanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwann war das da so im Gespräch, hat einen roten Tanga an und tanzt an der Stange. Ich weiß gar nicht. Da gab es auch eine Story. Da hatte Mythi so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert vom letzten Treffen. Was die hatten. Ja. Und nach etwas Alkoholgenuss ist dann alles aus dem Ruder gelaufen. Der eine in die Kneipe, der andere in die jene und Gay-Bar, keine Ahnung, was da so ablief. Na gut, wenn sie sich in Köln getroffen haben, da haben sie nicht viele andere Möglichkeiten gehabt. Nee, aber das zu treffen. Seitdem dürfen sie sich nicht mehr in Zorns treffen. Ja. Da war irgendwas. Ja, Zonenverbot. Ja, stimmt, da ist ja irgendwie genau. Da ging es ja wohl irgendwie darum, dass sie dann alle Real Mystery gesucht haben, weil er auf einmal weg war. Und dann haben sie ihn in einer Stripbar wiedergefunden. Ja. Wo er sich einen Lebenstraum erfüllt hat, sozusagen. Ja.
Na gut, bei Real Mystery kann es halt auch sein, dass er mit einmal irgendwo an einem Filmset steht, weil sie denken, boah, wir bräuchten mal einen neuen Produzenten. Ja. Eine gewisse Ähnlichkeit ist tatsächlich vorhanden. Eine gewisse Ähnlichkeit? Also in manchen Lichtsituationen sehen die identisch aus. Reden nur irgendwie anders. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich aussehe wie der Moderator Simonetti. So, ich, da musst du, zeig mal ein Bild. Ja, Simonetti? Ja, also ich meine, das wird man jetzt im Podcast nicht sehen. Ich weiß nur, dass du so ähnlich aussiehst und dich genauso anhörst wie ein Bekannter von mir aus der Ghost Hunter Szene. Ja, genau. Wie heißt der nochmal? Der Pascal. Simonetti. Grüße gehen raus, Pascal. Falls du hier dich wunderst, warum du bei diesem Interview mit dabei warst und nichts mehr davon weißt, das bist nicht du. Das ist Simonetti. Also wenn die Haare offen sind, finde ich schon. Es bleibt immer noch beim Nein, aber... Naja, jetzt, also da würde ich eher sagen, das kommt schon ein bisschen näher, aber ansonsten eigentlich aber kaum. Eigentlich nur die Haare, nicht das Gesicht. Ja. Ach, Conchita Wurst oder was? Nein, Simonetti ist das. Nicht jeder, der lange Haare hat und Bart trägt, ist Conchita Wurst. Aber der Typ ist geschminkt und der hat eine Regenbogenflagge in der Hand. Also ja. Ist er geschminkt? Ja, aber sowas von geschminkt. Dass du das erkennst, okay. Ja gut, das ist jetzt dein Problem. Du bist relativ ungeschminkt. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja gut, wenn du dich genauso rausputzt, dann... Dann passt auch die Mütze zu dir. Ja, ich glaube schon. Ja gut, du wirst mir dann auf jeden Fall ein Bild von dem... dann siehst du eher so aus wie Hoche. ...netten Herrn zuschicken, dass ich das dann für die Zuschauer auch kurz einblenden kann, ja, worüber wir hier sprechen. Ne? Mhm. Alles andere, da haben wir ja so ein bisschen eine Vorstellung von Bigfoot. Ja, definitiv. Ja. Ich meine, gut, das ist jetzt die Frage, reden wir hier nur über Probleme oder auch über positive Sachen? Weil ich muss ehrlich sagen, gerade in dem Bezug auf Wix-Musik habe ich natürlich jetzt einen großen Zugewinn hier bekommen. Ja. Ja. So am Abend ein bisschen Wix-Musik und dann kannst du wunderbar einschlafen. Ja, ja. Also das soll ja auch helfen beim Einschlafen, das entspannt ja, ne? Ja, das baut auf jeden Fall Spannungen ab. Ja, es ist ja nicht nur also das... Also meine Damen und Herren, wenn Sie etwas verspannt sind, gerade im Kopf, dann hören Sie etwas Wix-Musik. Auch bekannt als Metachemie. Ja. In Griechenland sind wir als Fetachemie bekannt. Mhm. Und Kretachemie, genau. Umweltaktivismus machen wir auch als Kretachemie. Genau, gibt's noch was? Ja, Beta-Chemie, genau. Also gut, wenn die jetzt, also es ist jetzt natürlich ein bisschen befremdlich, ja, wenn ich jetzt dran denke, Mensch, Wix-Musik von Kreta-Chemie, also. Ja. Okay, ja, okay, das ist verstörend. Das Problem ist, ich könnte hier Sachen erzählen, aber aus Gründen kann ich die natürlich jetzt auch nicht frei äußern. Lass uns auch einfach mal das Thema eröffnen, Mobbing. Und zwar nicht Mobbing, was die Mystery-Bande betrifft, sondern von der Mystery-Bande ausgeht. Ja, ja. Also ich habe ja da auch schon sehr intensive Erfahrungen machen müssen. Mhm. Ich werde ja auch wirklich ständig aufs Schärfste gedemütigt, indem auch öffentlich behauptet wird, ich würde nach Maggi riechen. Ja. Und das trifft mich wirklich sehr hart und ich ringe auch sehr oft mit den Tränen. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, an diesen Problemen zu wachsen und irgendwann unerbitterlich zurückzuschlagen. Und ich muss jetzt auch echt meine Lanze für den Captain brechen. Er riecht heute überhaupt nicht nach Maggi. Also fast gar nicht. Gestern hat er ein bisschen danach gerochen, aber nachdem er eine Substanz von mir getrunken hat, riecht er mehr nach Garum. Ja, also ich weiß nicht, dann lieber nach Maggi, glaube ich. Aber du warst wegen deinem Problem jetzt noch nicht beim Arzt irgendwie. Ja doch, aber ich wurde immer wieder ausgelacht und fortgeschickt. Och, ja, wirklich? Nein. Doch. Wirklich? Ja. Das ist sehr böse. Mhm. Hast du schon irgendwelche Schäden davon getragen, Vic? Ich versuche dir gerade das Foto von Simonetti zu schicken. Welche Schäden ich davon getragen habe, meinst du von der Mythenbande? Ja, ja. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin davon gut weggekommen. Doch. Das freut mich. Es hat mich, ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es hat mich fast bereichert. Nein, es hat mich bereichert. Ja, das ist so, schön. Ne? Die Videos unterhalten mich. Mhm. Ja, beim Mythenmetzger habe ich genau das gleiche Phänomen, auch wenn es nicht gerne hört. Man schläft dazu gut ein. Das sage ich, ohne es wirklich böse zu meinen oder sonst was. Ne? Aber ja, und über Mythenmetzger bin ich auch damals auf Quipus und auf Real Mystery gestoßen. Weil die hatten ja, das ist der übliche Weg. Ja, die hatten da diesen Bandentalk gehabt.
Und ich weiß, dass ich das Tom auch mal gesagt habe, dass ich jetzt endlich mal jemanden gefunden habe, wo ich einschlafen kann, nämlich den Mythenmetzger. Ja. Und davor schaue ich mir etwas an, was ich mir durchschaue, und das ist dann The Real Mystery. So, ne? Und dann gucke ich das immer in dieser Reihenfolge. Ne? Obwohl ich sagen muss, dass ich schon lange, lange, lange nicht mehr geguckt habe, seitdem ich den Proberaum renoviert habe. Den Proberaum, genau, richtig. Mhm. Da habe ich mir so einen Mystery-Abend gemacht und da habe ich, glaube ich, stundenlang geguckt. Da habe ich auch noch voll viele Videos von dir gesehen, Chris. Ne? War cool. Also ich habe persönlich einen Schaden davon getragen. Ich habe jetzt so ein Stockholm-Syndrom. Ich komme nicht mehr los davon. Und die größte Merkwürdigkeit war halt, dass auf in irgendeinem Video, nee, es war kein nicht irgendein, sondern es war auch ein Interview mit dem Herrn Spörri damals, dass auf einmal mein Finger in diesem Video auftauchte. Und das war jetzt nicht der große Finger, den der Herr Spörri da gesehen hat, sondern es war der kleine Finger. Ein Zeigefinger. Naja. Ach so, diese komische Klaue da, ne? Ja, genau. Richtig. Ach so, und da hat man dann behauptet, es wäre dein Finger? Nee, man hat nicht behauptet, das wäre mein Finger, sondern es war mein Finger. Ach so. Es war mein Finger, definitiv. Und dann überlegt man natürlich, wie kommt dein eigener Finger in so ein Video? Ja? Ja. Das war schon komisch. Ja. So, aber ich werde mal kurz für kleine Captain gehen. Ja. Der klappt normal. So, meine Damen und Herren, da jetzt der Captain den Raum verlassen hat, muss ich einfach mal offen reden. Ich nutze die Zeit, um über die seelischen Misshandlungen, die vom Captain ausgehen, zu meiner Person gerichtet. Es ist einfach hart, dass dieser Captain, ne, wie er sich hier auch öfters mal nennt, beziehungsweise auch bei YouTube vertreten ist, mich ständig irgendwo aufzieht. Dann, wenn es wirklich um Sachen geht, so Herzensangelegenheiten, ne, Livestreams, dann gibt er mir zum Beispiel auch nicht mehr Bescheid, dass er das tut, obwohl er eigentlich diesen Stream sogar von mir vorgeschlagen bekommen hat. Dann, och, ja, ist das ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Dann guckt er sich natürlich auch fröhlich meine Videos an, was ich ja an sich so auch ganz nett finde von ihm. Aber dann am Ende werde ich dauernd wegen irgendwelchen Garum und sowas aufgezogen, was er ja persönlich sogar auch Echsen tut. Also das haben wir ja gestern schon festgestellt. Seit gestern ist er ein sehr salziger Typ, weil ja, er hat es überlebt. Ich habe mich gefreut, aber man muss natürlich einfach... Man muss das aushalten können. Ich habe beim Captain das Problem zum Beispiel, dass der... Hi Captain, hi, grüß dich auch. Hey, cool, dass du da bist. Ich wollte gerade von jemandem erzählen, der mir hin und wieder mal Unterhosen-Foto schickt von seinen getragenen Unterhosen. Ach so, Weißt du vielleicht, wen ich meine? Was, Unterhosen? Ja. Nein? Okay, gut, ich weiß, wen ich meine. Und ich glaube, du weißt es auch, wen ich meine. Ich will dir keine Namen nennen. Und ich sage jedes Mal... Nein, ich will die Fotos nicht. Schick mir die Hose zu, verdammte Scheiße. Ich will dran riechen. Das Mikrofon ist aus, ne? Nö. Achso, was? Achso, aber das kann man hier noch rausschneiden, zum Glück. Ja. Okay. Ja. Meine Schneidemaschine ist kaputt. Verdammt. Ich muss ja auch sagen, ich kriege ja auch in regelmäßigen Abständen sehr verstörende Bilder von einem Mitglied der Mystery-Bande zugeschickt. So? Wer macht denn sowas? Ja, der PSO. Alle müssen lachen. Also ich sitze dann auch sehr oft da und schüttel nur mit dem Kopf und denke mir, was stimmt mit diesem Mann nicht? Kann ich verstehen. Ja, ja. Aber gut, ich habe ja angefangen damit. Gegenseitigkeit. Ich finde es bei ihm aber ein Stück verstörender. Ja. Also das sind so wirklich Sachen, wo ich dann denke, hoffentlich ist er nicht irgendwie Lehrer oder Sozialarbeiter oder sowas. Wo du weißt, nee. Nee, beruflich ist es bei ihm viel schlimmer. Er ist wahrscheinlich Bewährungshelfer. Seine Wie, der arbeitet auf dem Bau? Oh, okay. Den werden wahrscheinlich einige nicht verstanden haben, aber okay. Man muss ja auch nicht alles verstehen. Nein. Was ich so von mir gebe, das kannst du die Hälfte von vergessen. So, sonst keine Geschädigten hier.
Alles im Ruhigen. Ich weiß ja nicht, also locker. Ich glaube, Laura, die hält sich ziemlich zurück. Ja, Laura, wie bist du mit diesen Kreaturen überhaupt in Kontakt gekommen? Du arbeitest beim Tierarzt. So kann ich mir das erstmal erklären, dass man vielleicht irgendwann Mythi oder Pese dort eingeliefert hat und du den dann richtig schönen Einlauf gemacht hast. Aber irgendwann muss man ja auch festgestellt haben, Mensch, das Ding ist mehr Mensch als Tier. So, weißt du? Und wie bist du da hingekommen? Oder wie sind die zu dir gekommen? Und glaub, wer hat deine Uhr gedreht? Sag mal so, das Problem ist, glaube ich, wie sie zu ihr gekommen sind, ist einfach, wenn der Hausarzt die Überweisung einfach falsch aussteht. Also in der Tierarztpraxis wäre zum Glück noch kein undefinierbares Tier untergekommen, aber ich habe tatsächlich... Ein Homo-Mythos. Ich habe tatsächlich mal irgendwann... Nein, nur Homo, aber nicht, Entschuldigung. Okay. Ich habe tatsächlich mal irgendwann auf YouTube rumgestöbert, weil ich nach, weiß ich nicht, habe nach Mythen-Videos geguckt, weil ich irgendwas Interessantes gesucht habe und dann bin ich auf Mythi gestoßen und dann, ja, dann kommt das natürlich so ins Laufen und irgendwann ist man dann bei den anderen auch mit dabei und irgendwann sitzt man dann hier. Ja, genau. Ja, aber ich muss jetzt nochmal was Positives sagen, weil durch die Mystery-Bande bin ich zu YouTube gekommen. Ja gut, wir hätten dich auch nicht aus dem Raum rausgelassen, bevor du dich angemeldet hättest. Da kennen wir nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals, das ist schon sehr lange her, 2016 oder 2017. Da habe ich tatsächlich so einfach mal so unvermittelt von YouTube ein Mythenmetzger-Video vorgeschlagen bekommen. Hast du auch blockiert, so wie ich, ne? Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich diese, aber ich dachte mir so, nee, schaust du mal rein. Zuerst habe ich gedacht, boah, was ein Scheiß. Aber so nach und nach, nach mehreren Videos dann, habe ich dann auch noch andere Videos gesehen, die ich noch nicht gesehen hatte, also die davor produziert wurden, dachte ich dann, ach, ist ja ganz interessant teilweise. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich den Kanal abonniert hatte und dann habe ich auch tatsächlich irgendwann ein Video von Real Mystery vorgeschlagen bekommen. Von YouTube. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, guckst du dir mal an. Der hat ja da teilweise auch recht interessante Themen. Und mein erster Eindruck war ja von Real Mystery. Er hat ja immer so Probleme mit dem Ton gehabt. Teilweise sogar heute noch. Also es klang so das Video, als würde das Mikrofon bei ihm im Wohnzimmer stehen und er steht in der Küche und spricht. Ich dachte mir, okay, der Typ ist authentisch. Der ist nicht so hochkandidelt, also mit der Soundtechnik her, das auch, ja, cool. Er wirkt ja auch recht sympathisch, guckst du dir mal an und ja, irgendwie bin ich dann dabei auch hängen geblieben. Mehr als hängen. Ja. Ja. War bei mir genauso. Ich hatte das erste Video von Mythenmetzger geguckt, dachte ich, okay, naja, okay, Durchschnitt so. Ich weiß, dass ich dann länger bei seinem Kanal hängen geblieben bin. Ich saß wieder mit Whisky zu Hause und ich war total dicht und dann habe ich mir seinen Kanal total... Ich habe alles von oben bis unten durchgeguckt. Was mich am meisten interessiert hat, war mal immer dieses Dyatlov-Pass. Ne? Mhm. Und ja, dann, ich glaube, das ist so eine Sache, da muss man erst reinkommen. Mhm. Ne? Weil wenn du jetzt einen Kanal hast, wie zum Beispiel dieses Mythenakte oder Creepypasta Punch, ne? Du kannst über die sagen, was du möchtest, aber das sind so Kanäle, die machst du an. Und die funktionieren auf Anhieb. Mhm. Das ist leicht verpackt, es ist einfach erklärt, es geht nicht ins Detail, es ist ganz grob und sehr oberflächlich behandelt, weißt du? Und dann auch mit bisschen so, wie soll ich das sagen? Ja, naja, ich meine das auf keinen Fall negativ, aber man kommt einfach schneller und besser rein. Und Mythenmetzger oder Real Mystery ist ja so eine Sache, das wird nicht so poppig, floppig erzählt, sondern wirklich eher ernsthaft. Bei Real Mystery nicht so sehr wie beim Mythenmetzger, aber schon sehr ernsthaft darüber gesprochen und ein Für und Wider erwähnt und ja, aber es könnte doch dies und es könnte auch das und da werden auch so Standpunkte wiedergegeben, die relativ unpopulär sind bei Mystery-Fans. So, ne? Jetzt nicht so krass wie bei Creepus, aber doch ist es schwerer reinzukommen. Ich hatte es auch. Es ist sehr schwer, in Mythi reinzukommen. Nicht für ein Klistierbandier. Das war klar, dass das jetzt kommt. Ja, das ist, wir müssen auch die kulturellen Eigenheiten der Kölner akzeptieren. Also, ja, ja. Ne? Ja, von hinten geht er mehr. Tja, Köln. Na gut, über Köln brauchen wir jetzt nicht viel zu erzählen. Wir hatten gestern ein bisschen Kölsch gehabt. Ja. Beziehungsweise der Captain und. Ja, Mythi, ich möchte mich ja auch nochmal in aller Form dafür entschuldigen, wenn ich dich immer beleidigt habe wegen eurem Bier.
ich habe es gestern getrunken und es ist gar nicht es so schlecht. Gut, ne? Ja, es ist gar nicht ja, so schlecht, genau. Ja. Ja, ich, ne? Ich muss sagen, ich habe ja auch mal bei Köln drüben gewohnt und ich muss sagen, ich kenne natürlich Kölsch und ich trinke gerne auch Kölsch, wenn ich zum Beispiel mal keinen Bock auf ein Bier habe oder so. Ach, du hast mal in Köln gewohnt jetzt, ja? Bei Köln, ja. Bei Köln, also nicht genau. Direkt in Köln. Nicht direkt, nein, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Also ich wollte nämlich gerade fragen, man merkt es dir gar nicht an. Also, nee, wie gesagt, ich war weit genug weg, okay. Ich war auch auf der rechten Rheinseite. Also ich war noch mehr Richtung Germanien gewandt und sonst wäre ich ein schlimmer Römer und kein schlimmer Germaner. Ja. Hast du das übrigens da auch erlebt, dass einen da frühmorgens da irgendwelche Vogelschwärme zuscheißen auf den Brücken? Nein, das habe ich eigentlich nicht erlebt soweit. Das ist schade. Das ist ein Mythos. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, wo ich das gerade schon angesprochen habe, das ist ja glaube ich auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen. Das ist noch gar nicht so lange her, weil es ja gestern war. Also ich finde das schon sehr lange. Ja gut, bei deinem Alkoholkonsum auch kein Wunder, aber das hat man ja auch gehört zumindest in dem Bereich, in dem Livestream, den ich gemacht habe. Ja, ich war schon gut. Er hat gut angefangen und stark nachgelassen. Ja. Ja, auf jeden Fall war das auch wieder so ein Erlebnis, wenn man statt auf dem Kanal von PE Chris, wo es ja eigentlich ums Ghost Hunting geht und die paranormale Erforschung, macht man eigentlich unbedarftes Video auf dem Kochkanal von Schlemmergermane, wo es um historisches Kochen geht. Und mit einmal hast du 20 Leute dann in deinem Livestream sitzen von der Mystery-Bande oder von deren Anhängern und Freunden und Fans und wie man sie alle nennen möchte, wo dann auch, Menschen dabei waren wie Quipo, wie der Mythenmetzger. Ich glaube, ich muss mal die Kommentare selbst nochmal alle durchlesen, weil ich ja nicht so viel mitbekommen habe. Ich war ja mit Arbeiten beschäftigt. Aber ich glaube, ich werde demnächst notgedrungen alle meine Kochvideos auf PE Chris hochladen. Mhm. Mhm. Ja. Das ist aber auch scheiße, wenn du irgendwie versuchen musst, Pfannkuchen als übersinnlich zu verkaufen. Ne? Ja gut, ich mache kleine UFOs drauf. Dann müssen sie, okay. Ja, dann müssen sie aber auch überirdisch gut oder schlecht sein. Ja. Nicht? Oder ich mache einfach die hohlen Pfannkuchen. Ja. Die flachen, hohen hohen Pfannkuchen. Ja. Mit Echsen drin. Ja. Und ich aber nicht auf die Flat Earther ansprechen. Nein. Aber mit Echsenfüllung ist eine gute Idee. Ja, klar, ich meine, gestern haben wir kleine Igel gegessen, von daher können wir jetzt auch flache, hohle Pfannkuchen mit Echsenfüllung nehmen. Ja. Flache, hohle Ja, aber wir müssen eine Kuppel drüber machen. Ja, Käseglocke. Ja, eine Käseglocke. Und einen Donut draus formen auch. Ja, das Donut-Ding, das ist ja jetzt bei den Flat Earthern. Ja, flache, hohle Pfannkuchen mit Loch in der Mitte. Genau. Und dann noch mit Echsen. Das wird ja dann zum Echsen. Ja, das wird ganz schön fummelig. Ja. Also den zu konstruieren, da bin ich eine Woche dran. Mhm. Kriegen wir hin. Das ist dann Kunst. Mhm. Ja. Ja, definitiv. Also du kannst jederzeit hierher kommen und dich in deiner Fingerfertigkeit weiter üben und machen und tun. Bitte was? 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 Das war eindeutig Also Eddie, es geht um Teig, ja? Also. Das glaube ich sogar. Ja. Jetzt soll ich hierher kommen, meine Fingerfertigkeit in Kneten üben, okay. Ja, ja. Solange du nicht in einer Töpferscheibe. Du hast ja gestern schon einen Hasen einmassiert, der sich hinterher als Kaninchen entpuppte, aber ist ja egal. Ja, ich merke schon über diesen Hasen und Kaninchen, da kommst du nicht drüber hinweg. Was war denn mit dem Hasen? Ursprünglich war es auch ein Hase, das ist kalt draußen. Der ist vor Schreck so bleich geworden. Es ist kalt draußen. Mhm. Der ist ein bisschen geschrumpft. Nee, ich fand's lustig. Nein, es war ein Hauskaninchen, es wurde nur irgendwie als Hase aufgefasst. Ach so. Ja, es gibt ja auch große Kaninchen, ne? Ja. Riesenrammler. Deutscher Rammler, ja, da ist so, ne? So ein deutscher Riese, der ist dann der passt hier auf den Tisch. Ich meine, Laura, die wird schon wissen, wie groß der ist, weil man kennt ja Tierärzte. Ja, wir haben mal einen kastriert, also ja. 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 Und, aber jetzt meinst du nicht den Mythenmetzger, oder? Nee, okay. Kastrierte Riesenrammler bei den Klistierbanditen. Ja, und seitdem singt er im Knabenchor. Ja, alles vorstellbar. Haben wir da, wo wir ihn hinhaben wollten, oder wie? Einen katholischen Knabenchor? Nein, das ist ein sehr schlimmes Schicksal, das wünsche ich ihm nicht. Sicher? Na, vielleicht ein bisschen. Also ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bleibe lieber bei Wixmusik. Ja, bei Wixmusik. Ich bin übrigens der einzige richtige Original
Cola, also die gesunde, trinkt. Ja, also. Ja, aber er ist auch der Einzige, der den, diese Studie nicht verstanden hat, dass nur dumme Menschen Cola trinken. Nein, das sind Fake News. Das haben nämlich eigentlich die Studie haben die Typen von Bionade in Auftrag gegeben. Mhm. Hm, ja. Wo überhaupt kein Zucker drin ist. Eben. Deswegen haben die gesagt, ja, ihr müsst jetzt hier sagen, dass alle Coca-Cola-Trinker dumm sind. Dann kommt nämlich jetzt noch eine Studie, dass alle Menschen, die Bionade trinken, überdurchschnittlich schlau sind. Ich trinke sowas nicht. Sollte man auch nicht, das ist Pferdeurin. Siehst du, das ist doch geahnt. Aber ich bin auch nicht überdurchschnittlich schlau. Ja, haben wir erstmal alle Unklarheiten beseitigt oder ist noch irgendetwas, sind noch Fragen offen? Nein, also ich konnte vorhin frei reden, zumindest wo Captain mal kurz draußen war. Was? Nichts, alles gut. Okay. Ja. Mhm. Tja, dann würde ich sagen, die erste Runde hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass wir uns in dieser Zusammensetzung bald mal wieder treffen und dann vielleicht neue Probleme oder Mysterien erörtern können. Achso, ich dachte jetzt, ist das nicht wöchentlich, dieser Sitzkreis? Hättest du gerne. Ja, ich muss das doch irgendwie fest einplanen. Ach, du wolltest einen Stuhlkreis haben, so? Ja, haben wir doch gerade hier, oder? Ja, okay. Also ich habe extra zu meinem Arzt gesagt, ich brauche diese Selbsthilfe. Ich dachte, ja, das wäre das. Ja, ich stelle dir dann morgen noch einen Attest aus, okay, dass du da warst. Gut, Bandentherapiegruppe. Willkommen. Alias Klistierbande. Klistierbanditen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Anwesenheit und eure Meinung. Aber gern. Und wir grüßen an dieser Stelle nochmal die jetzt von uns Gemobbten. Ja. Wir haben euch alle lieb. Das bleibt auch so, hoffentlich. Ja. Oh ja. Und dann sagen wir mal alle mal tschüss. So, ciao. Tschüss. Tschüss. Ihr Klistierschlitz.